Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Black Sails. Wir haben in der letzten Folge hier die Riemen auf die Walze gepackt und können doch jetzt bestimmt nach oben gehen in die, auf die Brücke oder wie das heißt. Und da dann, diese Sachen da weghebeln mit dem Kran hier. Seil hochziehen erstmal. Ach, das ist das Seil. Oh. Der Haken, mit dem das Rettungsboot am Kran hing, hat sich in einer Luke verfangen. Der Kran könnte aber sicher auch ohne den Haken noch nützlich sein. Und wie genau? Hallo? Hä? Der Kran blockiert. Sieht so aus, als könnte ich den Kran nur nach hinten bewegen, wenn das Seil hochgezogen ist. Der Kran blockiert. Sieht so aus, als könnte ich den Kran nur drehen, wenn das Seil hochgezogen ist. Okay, dann mache ich das Seil wieder hoch. Ich muss ja, da links sind ja die Kisten, die weg müssen. Das heißt, er müsste jetzt irgendwie auf das linke Ding da. Seilführung nach hinten. Genau. Und dann wieder runterlassen. Dann hängt das Seil bestimmt da rein und dann kann ich das daran festmachen. So, jetzt Seil wieder nach unten. Oh, wird das lang genug? Ich hoffe, wir kommen da von unten dran. So, okay, dann gehen wir wieder runter. In die Messe. Und hier müsste jetzt irgendwo so ein Seil hängen. Seil hängen. Hä? Naja, der fast. Kran ist an der richtigen Position, um die Ladung zu heben. Nur ist das Seil nicht lang genug. Warte mal, komme ich da von dieser Wartungsluke dran? Die wurde doch gerade so prominent eingeblendet. Probieren wir das mal. Wo war die denn? Da war ja diese eine Luke, wo wir drauf zugreifen, wo wir reingreifen können. Die war hier, ne? Oder? Ja. Nee, doch. Wartungsschacht. Der Schacht führt nach unten in die Messe des Schiffes. Oben kann man über einer Gitterluke einen Kran erkennen. Okay, kann ich jetzt die Kette vielleicht da dran machen? Haha! Ist das Seil lang genug, um den Boden zu erreichen? Perfekt. Na, heute läuft's ja. Und alles ohne Lösung. Ich habe ja letzte Folge so sehr an die Lösung gucken müssen. Aber jetzt, ich verspreche nicht, wie lange das vorhält. Aber ich hoffe doch eine Weile. So, jetzt muss ich das Seil... Achso, jetzt kommt wieder eine Zwischensequenz. Hängt das jetzt schon unten an der Ladung dran, oder was? Ja, danke. Perfekt. Für die... Das Seil ist jetzt lang genug. Ja. Ich wollte es aber irgendwie noch an der Kiste festmachen, wenn es geht. Das wird ja jetzt nicht sich automatisch... Ja, die Rohre passen irgendwie nicht auf das Schiff. Ich will mich auch nur bewegen. Nicht in ein solches Segelschiff. Kranseil. Aha. Die Kette ist jetzt mit der Ladung verbunden. So kann ich die Ladung heben. Sehr gut, dann machen wir das. Dann gehen wir wieder nach oben. Ist ein bisschen viel Gelaufs gerade. So, hoch die Treppe. Und Seil hochziehen. Aha! Komme ich in diesen roten, bösen roten Raum. Okay, dann wieder runter. Ach, ist das schön, hin und her. Jetzt ist bestimmt die Tür noch verschlossen oder so. Die Tür scheint verschlossen. Na, war klar. Was kann man damit? Kann man da irgendwas mit tun? Oh mein Gott. Fuck. Der Schrei kam aus dem Raum hinter dieser Tür. Was für ein seltsames Leuchten. Ich fühle mich so schwach. What the fuck? Ah, die Wirkung des Mittels lässt nach. Hä? Kannst du mich hören? Wo bin ich? Sprich, wenn du gefragt wirst, Kleine. Du bist auf hoher See, kein Land weit und breit. Meine Eltern. Ich... Wo... Du fragst als erstes nach deinen Eltern? Das ist schon fast überraschend. Wer sind Sie? Wo bin ich? Ich bin Dr. Eduardo Juarez. Nenn mich einfach Doktor.
Ich bin schon gespannt darauf zu sehen, wie es in deinem Kopf aussieht. Was? Lassen Sie mich in Frieden. Ich will wieder nach Hause. Das geht nicht. Du wirst nie wieder nach Hause können. Lassen Sie mich in Ruhe. Bitte. Das kann ich nicht tun. Warum? Wer sind Sie? Ich sehe später wieder nach dir. Wir beide werden noch eine lange, lange Zeit miteinander verbringen. Hä? Hallo, Kleine. Ich wollte dich mal mit eigenen Augen sehen. Mein Name ist César. Und du heißt Fiona? Was für ein lieblicher Name. Und du bist wirklich wunderschön. Du hast wunderschönes Haar. Ich komme später wieder, wenn meine Schicht zu Ende ist. Dann werde ich wieder nach dir sehen. Was ist das denn für einer? Blöder Pedo, ey. Was? Komm hierher, schnell. Nee. Hier hinter der Wand. Ich kann dich nicht sehen. Wo bist du? Und wer? Kennst du denn meine Stimme nicht mehr? Ich bin es, Ruben. Ruben? Hast du mich etwa vergessen, Schwester? Du bist also mein Bruder. Was haben sie dir nur angetan, Fiona? Ich weiß nicht. Glaub den Erwachsenen kein Wort. Sie wollen dir nicht helfen. Keiner an Bord will das. Das ist ein Schmugglerschiff. Mit seinen schwarzen Segeln fährt es über das Meer. Und es hat gefangene Kinder an Bord. Aber der Doktor? Er nennt sich Doktor, aber er will dich nicht heilen. Du wirst verkauft werden. Oder er wird Sachen an dir ausprobieren. Schreckliche Sachen. Das kann doch nicht sein. Hör mir zu. Er hat dich entführt. Und er hat dir etwas eingeflößt, das dich schlafen ließ. Ich bin im Raum hinter dieser Wand. Inzwischen habe ich viele Dinge erfahren. Sie reden viel. Und ich kann dir helfen zu fliehen. Was soll ich nur tun? Du musst tun, was ich dir sage. Dann kann ich dir helfen. Aber nur dann. Wie willst du mir helfen? Ich habe so große Angst. Beruhige dich. Vertrau mir. Du musst genau das tun, was ich dir sage. Ich kann dir den Weg zeigen. Ja, ich versuche es. Sehr gut. Also, als erstes musst du einen Weg aus diesem Gefängnis finden. Erkunde alles. Irgendwie kannst du dich sicher befreien. Du bist klug. Du kannst es schaffen. Okay. Ich weiß, dass du es schaffen wirst. Dieser Matrose César war sehr unheimlich. Halt dich von ihm fern. Halt dich von allen fern. Und glaube kein Wort von dem, was sie sagen. Sonst wirst du leiden. Sonst wirst du sehr, sehr leiden. Oh. Wohin segelt das Schiff? Ich weiß es nicht genau. Und es ist doch nicht wichtig. Wichtig ist, dass du vom Schiff herunterkommst. Ist das jetzt gerade so ein Flashback oder was? Sind noch mehr Kinder auf diesem Schiff? Nur du und ich. Warum gerade wir? Weil du etwas Besonderes bist, Fiona. Und deshalb bist du in großer Gefahr. Was soll ich jetzt machen? Du musst die Leute aus der Messe verscheuchen. Aber wie soll ich das machen? Niemand darf mehr in dem Raum sein. Sie müssen alle raus. Aber wenn sie mich sehen? Dann musst du sie weglocken. Siehst du das Rohr? Sie benutzen es, um miteinander zu reden. Sie sprechen von Fässern mit gefährlicher Ladung. Ich komme gleich wieder. Okay, ein Stuhl. Hier war ich gefesselt. Aha, ein Teppich. Sind ein paar lockere Blätter. Cool, Schacht. Unter der Klappe ist ein schmaler Schacht. Okay, da kann ich hingehen. Da haben wir einen Lappen, den nehmen wir vielleicht vorher noch mit. Bevor wir irgendwo hingehen, schauen wir uns erstmal um. Der ist ziemlich dreckig, aber vielleicht kann ich ihn noch gebrauchen. Genau. Wo kommt dieses ganze Blut her? Von anderen Kindern? Da ist noch eine Tür. Das ist nur die Pritsche. Das sieht aus, als könnte man es abschrauben. Was haben wir denn überhaupt? Eine Halskette, ein Kuscheltuch? Ah. Mein Taschentuch. Habe ich schon seit meiner Geburt, glaube ich. Das ist mein geliebtes Amulett. Meine Eltern haben es mir zum Geburtstag geschenkt. Ein Lappen, mit dem ich etwas aufwischen kann. Ich habe schon mehrere Male Stimmen aus dieser Richtung gehört. Okay, da brauche ich also irgendwas, um das abzuschrauben.
Aber sonst können wir hier nichts tun. Gut, dann gehen wir mal in den Lüftungsschacht. Das ist schon voll die gute Idee. Captain, wir müssen etwas bereden. Worum geht es? Einiges. Vor allem geht es um meine Patientin. Also gut. Zeigen Sie mir, was Sie meinen. Gehen wir. Ich habe meine Halskette verloren, als ich durch das Schiff gekrochen bin. Oh nein! Oh oh. Öl. Das riecht ganz komisch und... das brennt in den Augen. Du sollst ja nicht in die Augen wischen, aber wir können mit dem Lappen bestimmt... Der Lappen hat die seltsame Flüssigkeit aufgesaugt. Das ist gut. Eine Harpune? Die sieht richtig schwer aus. Viel zu schwer. Da ist ein Loch. Ah. Jetzt sind wir hier. Das ist aber ein großes Zimmer. Ich muss Sachen finden, die mir helfen können. Genau. Das haben wir vor. Alte Kisten. Die sind fest vernagelt. Okay. Da ist eine Rohrzange. Die können wir bestimmt nochmal gebrauchen. Sehen wir jetzt hier eine... Kann man bestimmt etwas aufschrauben. Kapitänskajüte, ich glaube schon. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Lecker Konservendosen. Zeitung. Ich kann noch nicht so gut lesen. Oh, was? Da war was, da war was. Schlafmittel. Ah, es wird interessant. Das ist Schlafmittel. Ich werde es mitnehmen. Ja, gut, dass du das auch sofort erkennst als Schlafmittel. Eine Tasche. Da ist nur Papier drin. Schade. Eine Schublade. Die ist zu. Die ist zu. Da ist ein Schlüssel. Der Schlüssel hilft mir sicher weiter. Ein Bild. Mama ist viel hübscher. Ich weiß nicht, wie man so eine Lampe anmacht. Ich auch nicht. Kann ich denn mit dem Schlüssel... Der Schlüssel passt da nicht. Ein Schlüssel. Wofür der wohl ist? Okay. Da ist die Schreibfeder. Ich kann auch nicht schreiben. Ach, schreiben kannst du auch nicht. Ich bin besser leise, sonst hört mich noch wer. Gute Idee. Bücher im Regal. Da sind bestimmt keine Bilder drin. Ein Stapel alter Bücher. Da kann ich aber nichts wegräumen für den Lüftungsschacht. Er guckt mich die ganze Zeit an. Oh no. Ein hübsches Bild. Das Bild gefällt mir überhaupt nicht. Ein schauriges Bild. Das Bild sieht anders aus als die anderen. Anscheinend mögen auch böse Menschen Bilder. Ja, sieht ganz so aus. Ein schauriges Bild. Die Tür ist verschlossen. Aber wir haben einen Schlüssel. Das scheint nicht der richtige Schlüssel für das Schloss zu sein. Oh, okay. Kamera. Ich würde gerne mal hier nach rechts gucken. Aber hier sind nur die alten Kisten. Okay, wir haben die Rohrzange und einen Schlüssel. Dann gehen wir mal erstmal wieder zurück. Und wenn wir jetzt hier durchgehen, dann sind wir wieder zurück in unserem Zimmer, oder was? Oder kommen wir dann ganz woanders hin? Ah, wir sind wieder zurück. Du musst die Leute aus der Messe verjagen. Ja. Aber wie soll ich das denn machen? Niemand darf mehr in dem Raum sein. Sie müssen alle raus. Ja, ich weiß. Ich kann nicht sehen. Hörst du sie sprechen? Sie benutzen das Rohr da drüben. Und mit der... Ich werde mich um... Ja. Ich habe ja jetzt eine Rohrzange. Vielleicht kann ich damit das Sprachrohr hier aufmachen. Ich kann das Verbindungsstück aufschrauben. Sehr gut. Da ist ein Loch in dem Sprachrohr. Ja, dann... Das stecke ich nicht da rein. Ich habe den feuchten Lappen in das Sprachrohr gestopft. Warum? Da ist ein Loch in dem Sprachrohr. Da würde mir das Schlafmittel nicht viel bringen. Ich dachte, ich kann jetzt damit reden. Ich habe schon mehrere Male Stimmen aus dieser Richtung. Wieso habe ich denn jetzt... Hä? Passt der Schlüssel denn an dieser Tür? Er passt. Jetzt ist die Tür offen. Kann ich auch rausgehen? Weiter darf ich nicht gehen. Sonst sehen mich die bösen Männer. Okay. In der Jackentasche ist irgendwas drin. In der Schachtel ist nur noch ein Streichholz. Ah. Kann ich das dann vielleicht anzünden hier? Da ist nur noch ein Streichholz in der Schachtel. Ich muss mir also gut überlegen, wofür ich es benutze. Ja, mit dem Lappen.
Hey, sieh mal! Das Sprechrohr des Maschinenraums! Huch! Was ist da? Es brennt im Maschinenraum! Die Fässer! Verflucht, wir müssen da sofort rein! Captain, sind Sie verrückt? Wir werden alle draufgehen! Los, ihr Feiglinge! Ab in den Maschinenraum, sonst fliegt uns noch alles um die Ohren! Wir haben nicht viel Zeit, aber noch können wir es verhindern! Verdammt! Ei, ei, Captain! Kommen die jetzt zu was mir? Was soll ich jetzt machen? Du musst die Männer besiegen. Mach, dass sie schwach werden oder müde. Ich kann das aber nicht. Doch, man kann sie schwächen oder schlafen lassen. Du wirst ein Mittel finden. Ich glaube, ich kann das nicht schaffen. Ich zeige dir den Weg. Ich habe sie reden gehört. Es gibt Mittel auf dem Schiff, die nicht gut für sie sind. Du musst dich nur ein wenig umsehen. Ja gut, ich versuche es. Ja, ja, Schlafmittel haben wir ja schon. Können wir das einfach... Nein, ich mach doch kein Schlafmittel auf mein Kuscheltuch. Da würde mir das Schlafmittel nicht viel bringen. Also... Ach, die sind da drin. Ah, okay. Das wäre der Speiseplan, den kennen wir ja eigentlich schon. Ich kann nicht lesen, was da steht. Ach so, das kann ich nicht lesen. Ein Teil des Schiffsplans. So, kann ich denn vielleicht hier Schlafmittel in den Kochtopf... das wirklich machen? Vielleicht kann ich ja auch wegrennen, bevor sie zurückkommen. Oder ich kann vielleicht die Tür versperren. Nein, sie werden dich jagen. Und wenn sie dich fangen, werden sie schreckliche Sachen mit dir anstellen. Aber... Mach es. Sie werden gleich kommen. Beeil dich. Los. Jetzt werden sie einschlafen. Aber ich muss weg sein, bevor sie wiederkommen. Okay. Ach, sie läuft von allein. Gut. Aber wo kam der Rauch her? Wir haben uns den doch nicht eingebildet. Vielleicht ist irgendwo nur eine Ratte verkokelt. Können wir jetzt endlich weiter essen? Ja, ja, esst ihr mal. Hör zu, haut rein. Irgendwie... mir geht's gar nicht gut. Mir auch nicht. Doktor, was ist mit uns? Ich muss an die frische Luft. Ich auch. Gut gemacht. Jetzt kannst du hier raus. Suche etwas, womit du fliehen kannst. Etwas, das schwimmt und das du hineinpasst. Okay. Ein kleines Bötchen oder so? Öltank? Der wohl nicht, oder? Ich weiß nicht, was da drin ist. Öl. Steht da dran, Öltank. Das sind Würfel. Vielleicht haben sie darum gespielt, wer das nächste Kind besucht. Das sind leere Flaschen und Behälter. Hier werden die Männer gleich etwas essen. Ne, haben sie doch schon. Die haben doch schon gegessen. Kamera, what the fuck ist los mit dir? Hier kann man etwas bauen. Hier kann man etwas bauen. So viele Rohre. Ich dachte, da steht was. Alkohol. Da steht eine Flasche im Regal. Ich weiß aber nicht, was sich darin befindet. Ich weiß nicht, was in den Säcken drin ist. Okay, ich denke, wir müssen einfach weg, oder? Wir müssen einfach gehen. Ich muss leise sein. Ich kann den Doktor in dem Zimmer da oben hören. Da oben? Das kann doch alles nicht wahr sein. Der böse Arzt ist da oben. Er darf mich nicht sehen. Ich habe es geahnt. Das konnte nicht gut gehen. Aber natürlich hat niemand auf mich gehört. Und jetzt müssen wir sofort runter von diesem Gottverfluchten. Missing 0x irgendwas. Aha, interessant. Verdammt nochmal, wie funktioniert dieser Kran? Angelrute? Papa geht sehr gerne angeln. Aha. Dann gehen wir hier lang. Irgendwo muss es nach draußen gehen. Und ich muss irgendwas finden, womit ich fliehen kann. Da sind Fässer, aber die interessieren uns nicht. Da sind Kisten, die interessieren uns scheinbar auch nicht. Warte. Da, ein Waschzuber. Ich schiebe das kleine Boot mal zu der Luke da vorne. Okay, die Luke haben wir noch gar nicht entdeckt, aber lass es mal rollen. Wunderbar. Eine große Klappe nach draußen. Hier könnte ich vom Schiff entkommen. Leider hängt ein großes Schloss davor. Aber hier hinten hängen doch Schlüssel, die habe ich auch schon gesehen. Da komme ich wahrscheinlich nicht dran.
Die Schlüssel hängen zu hoch für mich. Wie kann ich da nur rankommen? Die Tür ist abgeschlossen. Okay, da kommen wir nicht ran, nicht weiter. Eine Muskete! Ich darf mit dem Gewehr nichts falsch machen. Können wir damit vielleicht die Schlüssel runterschießen? Tatsache. Oder ich habe die runtergeangelt. Ich glaube, dass damit der Lagerraum gemeint ist, neben der Tür, wo ich eingesperrt war. Aber das ist doch der Raum, wo Ruben drin ist. Ich kann ihn mitnehmen. Wir können zusammen fliehen. Ich muss zum Lagerraum. Okay, dann müssen wir jetzt erst noch Ruben befreien. Gut, dann machen wir das. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Black Sails. Macht's gut. Tschüsschen.